Spirale, Heiko. Dann machen wir mal richtig schönes Tempo wechseln in der Spirale selber, also mal Außenbremse voll auf, so vielleicht als Vorbereitung für den Satt dann auch. Und dann den Spiralsturz auch wieder abfangen. Lass mal krachen, auf geht's. Super, schöne schnelle Einleitung. Lass mal richtig abmontieren, Heiko. Sehr schön, lass mal die Außenbremse weg, nochmal aufmachen. Lass mal voll auf die Nase gehen. Und nachziehen jetzt. Körpergewicht links. Nachziehen links, langsam raus. Schöne Ausleitung. Ganz toll gemacht. Gleich nochmal eine. Heiko, lass mal richtig auf die Nase gehen. Mach mal, wenn du in der Spirale bist, die Außenbremse mal voll auf. Schau mal, was die Maximum-Sinkwerte sind. Wow, super. Jawohl, das lässt sich zweimal sagen. Geil. Okay, dann abfangen rechts. Körpergewicht links bei der Ausleitung. Nachziehen links. Ja, kleinen Tick zu früh rausgelassen, aber passt schon. Sau gut gemacht, Heiko. Dann die Einheitskante nochmal Wind rein. Okay, Heiko, dann geht's gleich weiter mit den Wingover. Nach links bitte anfangen. Und rechts, zack. Nachziehen rechts. Und links, bam. Nachziehen links, Außenflügel. Und rechts, zack, nach dem rechts, Außenflügel. Und links, zack, nach dem links. Lösen und rechts, der hat keinen, ja, lass mal raus. Ja, jetzt hast gerade ganz kurz die Innenbremse zu lang gehalten, dann lass ihn einfach mal rausspicken, wenn du die Innenbremse zu lang hältst, Heiko. Okay, und nochmal Einsatzkante in Wind. Außenflügel ist super schön stabil, Heiko, das passt optimal. Du hältst auf der linken Seite einen kleinen Tick zu lange, auf der rechten einen kleinen Tick zu kurz. Fang nochmal an nach links. Und rechts, zack, genau am Anfang einen Schwung aufbauen. Und links, zack, jetzt lass ein bisschen länger als die Innenbremse. Und rechts, jawohl, schneller rum, nachziehen rechts. Und links, zack, nachziehen links. Lösen und rechts, zack, nachziehen rechts. Bisschen schneller rum. Lösen und links, zack, nachziehen links. Ja, und lass mal rauskommen. Rauskommen lassen. Genau. Rauskommen lassen heißt Bremsen hoch und einfach mal rausspicken lassen und Freestyler rufen. Das passt schon. Du hältst die Innenbremse ein bisschen zu lange, Heiko. Obacht geben, das Körpergewicht geht zu spät auf die Gegenseite. Du musst Obacht geben, dass du den Schirm nicht im höchsten Punkt verhungert. Okay, jetzt kannst du dich auf den Wind rausgedreht lassen, die Eintrittskante. Bitte nochmal zum Ufer herkommen. Aufs Ufer zu. Wir machen mal einen richtig schön großen, beschleunigten Klapper, Heiko. Volle Konzentration, viel höher als nicht mehr. Also das heißt, richtig schön ins Gaspedal gehen, Vollgas runterziehen in Tragegurt, dann loslassen und links abfangen. Abfangen rechts, jawohl. Okay, war die Bremse noch mit in der Hand. Kannst nochmal einen machen, unbeschleunigt, ohne Bremse in der Hand, richtig schön groß. Und bam, auf geht's. Und rechts abfangen. Super schön abgefangen. Nicht zu viel steuern, nur so, dass er auf Kurs bleibt. Lass den Klapper los, brauchst nicht festhalten. Okay. Gut, Heiko, schön gemacht. Manöverende, pass auf beim Wingovern. Nicht zu lange die Innenbremse halten. Sobald der Schirm auf der Nase ist, gleich die Innenbremse wieder lösen und dann das Körpergewicht in der Tauchphase schon rübernehmen. Sonst verhungert ihr mal den Schirm. Ansonsten gut gemacht. Hey, geht's? Aufmachen, schau bitte, dass der Schirm nicht vorgebremst ist. Wenn du die Wicklung drauf hast, Beine schön breit machen und laut Freestyler rufen, wenn er abgibt. Hast du ruhig Zeit, genau, langsam tiefer ziehen und festhalten. Halten, halten, halten. Jawohl, jetzt die Spannweite öffnen, Arme ein bisschen höher geben. Gefühlvoll noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr.
und fliegen lassen. Arme hoch, Arme hoch, Arme hoch. Genau, Heiko. Also wenn du merkst, er fängt an zum Ziehen, er geht nach vorne, dann lass ihn gehen. Super, Einsatzkante nochmal hin. Machen wir gleich nochmal ein. Und festhalten. Jawohl. Langsam vorfüllen. Spannweite freigeben, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr langsam, jetzt wird er ruhiger, noch ein bisschen fliegen lassen, Arme hoch, wenn er dir auskommt und zum Ziehen anfängt, dann lass ihn gehen. Gut, Heiko, schön gemacht. Wir könnten noch ein bisschen sauberer vorfüllen, so komplett die Spannweite, aber vollkommen richtig, wenn du merkst, er will wieder fliegen, er zieht nach vorne, dann freigeben. Okay, dann würde ich sagen, die Wicklung auf der linken Seite wegmachen. Dann geht die Hand links an den Drahtgurt dran, also richtig schön abstützen für den Satz, wenn du ihn rechts rum machst. Die linke Seite abstützen und dann ganz gemütlich anfangen, wie bei der Spirale auch. Und wenn ich sage mehr, überziehst du ca. 10 bis 15 cm. Okay, los geht's. Wart noch, wart noch, wart noch. Und jetzt überziehen. Mehr. Ja, super. Gleich richtig schön reingekriegt, Heiko. Genieß es. Schöner Satz. Okay, dann machen wir gleich mal die Ausleitung. Zack, Stütze entlösen. Zug auf der Außenbremse und lassen gleich rausspicken, Freestyler rufen. Jawohl. Und gleich durch nach links zurück Richtung Ufer. Sehr schön gemacht, Heiko. Kommst du mal ein bisschen näher zum Ufer, vielleicht kriegen wir noch einen rein. Schauen wir mal. Du darfst einen kleinen Tick später ziehen bei dem Schirm, der geht so gutmütig in den Satz. Da, sonst das gehen wir vielleicht mal in Strömungsabriss, also ruhig. Bisschen klein, den später ziehen. Ja, machen wir noch einen. Geht schon noch, auf geht's. Wart noch, nicht zu früh überziehen, wart noch. Und jetzt überziehen. Ja, schön. So halten, kannst du mal ein bisschen nachziehen, wenn es geht, auf der Innenseite. Und Stützhand lösen, zack, Zug auf der Außenbremse. Lassen rauskommen. Juhu, gleich in die Gegenseite, genau. Okay, eine halbe Umdrehung mehr darfst du noch verwenden für die Ausleitung, ansonsten super. Schön gemacht, Heiko, geil. Zwei Booster, zwei Satz, babam. Und ja, Landung bitte mal selbstständig. Nee, komm erstmal zum Landeplatz zurück. Schau dir erstmal an, wie gut es trägt. Wenn es so ein bisschen ablandigen Wind hat, bist du froh, wenn du ein bisschen näher am Landefeld dran bist. Dann kannst du nochmal eine Runde Gas geben. Okay, Manöverende, oder? Richtig schön langsam vorzufüllen. Los geht's. So, jetzt lasst ihr viel Zeit. Schau mal nach oben. Langsam. Ja, lassen gehen, wenn er vorne ist, lassen gehen. Und die Einsatzkante gleich wieder in den Wind. Hast selber gemerkt, ja, das hast du zu schnell freigegeben. Ganz wichtig, wenn du merkst, er fängt an zum Ziehen, dann lass ihn bitte gehen. Sonst wird es ziemlich dynamisch. Gleich nochmal. Ganz langsam. Ja, lass gehen. Stall nochmal, stall. Okay. Langsam wieder vorfüllen. Langsam vorfüllen. Stall nochmal. Ja. Langsam vorfüllen. Und fliegen lassen. Arme hoch. Jetzt hat's gepasst. Ja, du hast jetzt die Bremsen nie richtig freigegeben, als ich gesagt habe, dann waren wir so im Sackflug gehangen und einmal ist er dann noch abgekippt. Ganz wichtig, wenn du merkst, dieser Abkippen kommt nochmal. Egal, was am Fluggerät los ist, jetzt hat es auch gut gepasst diesmal, aber egal, auch wenn es das nicht gleich sagen würde, musst du die Bremsen nochmal unten halten, wenn er nochmal abgibt. Je nachdem, wie wichtig dieser Pulsstoll ist, würde ich nochmal einen machen. Ansonsten kannst du auch gleich mit dem Start weitermachen, aber ich würde nochmal einen machen. Genau. Halten. So, jetzt probier mal ganz langsam die Arme höher zu geben. Langsam, Spannweite öffnen, lass dir Zeit, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Super, und fliegen lassen. Jetzt war's gut. Jetzt hat's gut gepasst. Versuch die Arme ein bisschen paralleler am Drahtgurt vielleicht noch zu führen, dann hast du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Widerstand und Kontrolle. Ansonsten jetzt war's richtig gut. Okay, dann würde ich sagen, nochmal so 20 Grad nach links, dann kannst du selbstständig nochmal einen Satz machen.
wissen, was ist das? Ja, okay. Und gleich die Ausleitung, Heiko, zack, mit der Tür. Und Freestyle hoch, jawohl. Ja, das war jetzt ein bisschen zu viel, jetzt hast du da einen kurzen Ding an die Wand gelöst. Und dann ist aber doch noch ein Stand eingeschüttet.